Aber die könnte ich mir schon. Die war. Auf schwer war sie okay. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die Nanue ankommen. Meine Empfehlung ist, dass wir unsere Truppen zu den Mauern befehlen und unsere Türme so schnell wie möglich reparieren. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Eine Nachricht von Tukfan. Ich wurde verraten und bin nun in Gefahr. Doch wir werden bis zum letzten Manne kämpfen, bevor wir den Eindringlingen unser Land überlassen. Mhm. Machen wir hier mal ein bisschen dicht. Ist eigentlich voll der Witz hier, also hier kann man doch hochlaufen. Naja, egal. Ich habe ja ein bisschen... Ach. Die Häuser sind ja draußen, okay. Genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ach, Schnauze. Wie viel Zeit habe ich denn? Sehe ich nicht, aber ich habe noch Zeit. Ah, habe ich. Ich brauche aber mehr Leute. Deutlich mehr Leute. So, 5 Bögen sind zu wenig. Vor allem brauche ich Bögen. Und Steine. Habe ich jetzt auch nicht die Welt. Aber hier sollten einige rauskommen. So wird das schon. Wollte ich sagen, was die Zeit rast schon ein wenig. Ich brauche tatsächlich mehr Bevölkerung. Hält erstmal ein bisschen. Hier ist eine Dreiermauer. Aber da habe ich noch ein paar, das passt soweit. Die
Die Truppen der Nanyuel sind fast da. Wie überaus freundlich von euch, dass ich bis zum bitteren Ende an eurer Seite kämpfen darf. Ja, bitte. Mache ich nur für euch. Aber ich habe noch ein klein bisschen Zeit. Reis passt, das ist gut. Das ist echt cool mit diesem Maximalausbilden. Ich weiß noch, dass irgendwas hier wichtig gewesen war in dieser Mission, aber ich habe vergessen, was. Oh ja, das Ende wird sehr bitter, wie es aussieht. Ach richtig, ich habe ja damals Tuos Armee hat uns fast erreicht. Ich erinnere mich, ich hatte ja damals das Problem, dass ich hier nicht wusste, dass ich so viel Zeit habe. Deshalb habe ich zu früh quasi hier Truppen überall hingestellt gehabt. Aber auf diesem Turm hat man einfach den extremen Kampfvorteil. Eine Nachricht von Topfan. Sie sind uns zwar zahlenmäßig überlegen, doch Kolor wird nicht fallen. Die Truppen von Zhao Tuo werden an uns zerschellen wie die Wellen am Felsen. Sie sind uns zwar zahlenmäßig überlegen und sie sind deutlich besser ausgerüstet. Und wir haben absolut keine Chance, aber was war das in der Mitte nochmal? Das passt so, die schießen wir alle wieder. Wir werden angegriffen. Ja, die. Der Schutz ist nicht wirklich dafür gedacht, ihn zu halten. Vielleicht brauche ich später. Die Nanyue greifen erneut an. Dieses Mal haben sie gewaltige Belagerungswaffen mitgebracht. Eine Nachricht von Topfan. Seid stark! Keine Gerätschaft kann die Mauern von Kolor durchdringen. Sicher? Ich bin ziemlich sicher, die macht das gleich. Xiaowei. Komm doch nicht mit Leitanträgern, da kann ich doch solche Schätze machen. So. Läuft doch viel, viel besser als ich dachte. Weil die dann versuchen, einfach direkt durchzustürmen. Ihr Nachschub an Truppen scheint kein Ende zu kennen. Hoheit, was sollen wir nur gegen diese Armee unternehmen? Wieso? Läuft doch. Was bist denn du für ein weinerlicher Typ? Das ist doch leider nicht. Sehr schade. Oh, sie haben sogar das noch übrig gelassen bisher. Jetzt können wir die Katapulte erreichen. Ich glaube fast nicht. Oh, noch ein Arm. Ja, ein Feuerfallwagen finde ich nicht so geil. Der Feind hat die Burgwelle durchbrochen. Ja, aber es war der erste.
我们状态良好，快上城墙。 Uiuiui. Hat tatsächlich viel gebracht. Ah ja, okay, zerstören sie es. Ah, macht nichts. Was ist das passiert? Tatsächlich, solange ich noch im Inneren hier was hab, ist alles gut. Ich wollte gerade sagen, sie sind Armbrustschützer, aber nee, waren keine. Sehr schön. Der Burgherr wird angegriffen. Was? Wie kann denn das passieren? Hier passiert doch gar nichts. Die sind 100 Kilometer von dem entfernt. Wie können die den denn erwischen? Wir werden angegriffen. Okay, da fehlen auf jeden Fall ein paar. Blasrohrschützen würde ich jetzt ungern machen. Machen wir noch ein bisschen länger diese extrem hohen Steuern. Einfach nur, weil wir es uns erlauben können. Ach, von mir aus zerstört das doch. Und hier kann ich es aber eigentlich auch offen lassen. Ja, gib sie ihm ganz langsam. Oh ja, die Truppe ist ein bisschen härter. Aber auch die werden wir gleich besiegen. Ja, zerstört ihr nur das hier. Oh, wie weit die schießen können. Alles wird gut. Ich habe tatsächlich vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Schieß mal die zuerst weg. Die fallen immer noch wie die Fliegen, die Gegner. Überwältigen. Oh, Scheiße! War ja. Da will ich erstmal ehrlich gesagt ein bisschen zumachen. Der Steinbestand ist zu gering. Verflucht. Machen wir es mal so. Oh, super. Eine Nachricht von Tupfan. Nun erkenne ich, dass diese Horde durch nichts aufzuhalten ist. Alle Hoffnung ist verloren. Mein Traum, er ist am Ende.
Es werden Vorbereitungen für die Flucht Tokfans aus der Festung getroffen, Hoheit. Nun ist es an euch, ein deutliches Zeichen zu setzen. Lasst nicht zu, dass unser Feind den Burgfried erreicht. Nur dann hat unser Anführer die Möglichkeit zu entkommen. Das ist sehr edel von ihm, dass er einfach entkommen will. Lingzhu, während hier seine Leute immer noch kämpfen. Der Feind kann niemals obsiegen, solange meine Leute verteidigen. Und wir verteidigen immer noch, nicht wahr? Herr der Ringe. Ja, nicht ganz die Warte, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Festung wird niemals fallen, solange eure Leute sie verteidigen. Sie verteidigen sie immer noch. Obwohl der Feind wirklich direkt vor ihnen stand fast schon. So, jetzt macht man ein paar Katapulte kaputt, damit sich das Feuer auf die anderen konzentriert. Ja, genau so. Oh, das kriegt man hin. So, machen wir mal einen einzelnen Ausfall. Also ist jetzt nicht so schwer tatsächlich. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ich war einfach verloren. Ich bin schon sehr lange hier, Hoheit. Benötigt ihr meine Talente in Kürze? Diese Steuersätze wären lustig, wenn ich sie nicht bezahlen müsste. Oh, so passt auch. Noch nie habe ich eine solch vollkommene Behausung gesehen, Eure Exzellenz. Ja, hat hier noch etwas zu melden. Was für eine hübsche Stadt, Hoheit. Danke. Aber eigentlich bin ich meistens auf hohen Steuern. Ich könnte jetzt auch eigentlich die Steuern ein bisschen senken. Auf normale Ration runtergehen. Normale Steuern. Wir stehen immer noch super da. Tooking Fantastic. Okay. Habe ich die jetzt gekriegt, weil ich es auf extrem geschafft habe? Seine Krieger kämpften selbst. Das kennen wir schon. Okay, dann muss ich beim nächsten Mal nochmal den Weg des Friedens machen. Alles bis auf diese Mission, weil die hat man schon auf extrem. Aber die anderen, die hier. Oder was? Die hier war so beschissen. Naja, egal. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Stronghold Warlords für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Und das ist das Letzte, was ich noch auf extrem schaffen muss.